Ja, braucht es im Vertrieb andere Führungskräfte? Gute Frage. Was gibt es denn überhaupt für Typen von Führungskräften? Also der schlechteste Typ von Führungskraft überhaupt, und den braucht man nirgends, ist der Boss. Ja? Ein Boss sagt immer, was getan werden muss, der führt von oben nach unten, autokratisch, der gibt Anweisungen, der interessiert sich nicht wirklich für seine Mitarbeiter, hat in meiner Welt unterentwickelte emotionale Fähigkeiten und ist im Prinzip ein Soziallegastheniker, der aus einer anderen Zeit übrig geblieben ist. Die Beschreibung klingt ziemlich brutal, aber leider gibt es diese Typen, habe ich selber schon erleben dürfen. Und die richten natürlich eine ganze Menge Flurschaden an. Was gibt es denn für richtige Führungskräfte? Also, es gibt einmal den Manager. Der Manager, der führt mit sehr hoher Sorgfalt sein Unternehmen, wehrt Risiken ab, bewahrt den Zustand und sichert das Ganze nach unten ab. Das ist absolut ehrenwert und hat seine Berechtigung in vielen, vielen Szenarien. Und dann gibt es den Leader, der transformational führt, der seine Mitarbeiter inspiriert und der meistens seine Aufgabe darin sieht, etwas zu verändern. Also einen transformationalen Leader, den braucht man in jedem Veränderungsprozess. Und Veränderungsprozesse, die kommen standardmäßig in zwei Szenarien vor. Einmal in der Restrukturierung, wenn man aus alten Wegen neue Wege machen muss, weil das Alte nicht mehr weiterführt oder weil man ein Geschäftsmodell komplett umbauen muss, und aber auch ständig im Vertrieb. Warum? Weil Vertrieb ist im Prinzip auch nichts anderes als ständige Veränderung. Ja? Du kannst im Vertrieb nicht stillstehen, denn Stillstand bedeutet Rückschritt. Veränderung im Vertrieb, man beschäftigt sich, man muss sich beschäftigen ständig mit neuen Produkten, mit der Erschließung neuer Märkte, mit dem Gewinnen neuer Kundengruppen und damit der Einstellung auf neue Kundenbedürfnisse, auf neue Mentalitäten. Man verkauft heute anders als vor 20 Jahren und vor 20 Jahren hat man schon anders verkauft als vor 50 Jahren. Also auch da im Vertrieb ist ständige Veränderung eigentlich das neue Normal, und deshalb braucht es da einen transformationalen Leader.